In den USA leben im Rust Belt ja abgehängte und abstiegsgefährdete Menschen ohne neue Perspektive. Darum geht es gleich in dem Panel, bei dem Sie zu Gast sind hier bei der Grünen Erzählung. Was würden Sie denn sagen, was für eine Rolle spielen Rust Belts und strukturschwache Regionen auch hier in Deutschland? Ja, auch wie hier haben wir strukturschwache Regionen. Wir haben Erfahrung mit Strukturwandel, wenn ich mal in das Ruhrgebiet schaue. Mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen bis heute. Wir haben in den neuen Bundesländern weiter Regionen mit einer extremen Strukturschwäche. Und das heißt, für die Menschen dort, sich abgehängt zu fühlen von der gesellschaftlichen Entwicklung, hohe Arbeitslosigkeit und eine gewisse Perspektivlosigkeit für viele. Und worin sehen Sie darin eine Gefahr oder eine Unsicherheit? Ach, wenn man den Menschen nicht hilft, steigt die Anfälligkeit für leichte Parolen, einfache Antworten. Und wir glauben schon, dass wir darauf achten müssen, dass es eben nicht das Gefühl des Abgehängtseins gibt, sondern gerade in diesen Regionen aktiv Strukturpolitik betrieben wird, damit wieder Beschäftigungsperspektiven entstehen, damit junge Leute nicht noch abwandern, sondern dort bleiben und damit solche Regionen auch Attraktivität gewinnen. Wir haben gute Beispiele in Deutschland. Können Sie so Beispiele mal nennen? Ach, man kann sicherlich im Ruhrgebiet das doch sehen, wie sich Regionen des Ruhrgebiets sehr positiv entwickelt haben. Nicht alle. Und das hängt viel mit regionaler Infrastrukturpolitik, mit Industrieansiedlung, mit Ansiedlung neuer Wirtschaftszweige ab. Und es hängt auch davon ab, wie investiert wird in Universitäten, in Fachhochschulen, in den Regionen. Das ist alles nicht, was von heute auf morgen kommt. Strukturwandel ist immer ein Prozess, der Jahre, oft Jahrzehnte dauert. Was würden Sie denn sagen, was kann man vor allen Dingen, also Sie vertreten ja als IG Metall-Chef 2 Millionen Menschen, wie kann man denn aus gewerkschaftlicher Sicht jetzt gegen solche Rust Belts arbeiten? Sie nicht aufkommen lassen. Sie nicht aufkommen lassen, die Transformationsprozesse, die vor uns stehen, so zu bewältigen, dass weder Regionen noch Bevölkerungsgruppen noch Beschäftigtengruppen abgehängt werden. Ich sehe schon große Chancen, dass das, was auch mehr an Produktivität, was mehr auch durchaus an Erträglichkeit in der Wirtschaft entsteht, investiert wird in die Menschen, investiert wird in die Region. Und das umzulenken ist Aufgabe des Staates, aber auch Aufgabe der Gewerkschaften. Und Sie sprechen jetzt gleich auf diesem Panel. Warum sollte ich beispielsweise mir das gleich anschauen? Es gibt dazu auch einen Livestream. Ich glaube, weil das Thema Rust Belt einfach zeigt, was verfehlte Politik für Konsequenzen hat. Und dass es gut ist, wenn man für gesellschaftlichen Zusammenhalt eintritt, wenn man Solidarität in der Gesellschaft hochhält, dass man dagegen eingeht, dass Regionen, Menschen, Beschäftigtengruppen ausgeschlossen werden. Ob das in Regionen ist oder ob es einzelne Gruppen sind von der Bevölkerung. Wir brauchen Zusammenhalt und Zusammenhalt heißt auch Investitionen in die Zukunft, heißt Perspektive, vor allem auch durch Bildung, gerade für die jungen Leute. Vielen Dank.